Zweite Halbzeit war sehr turbulent und ich denke für die außenstehenden Zuschauer ein sehr, sehr ansehnliches Oberligaspiel auf sehr, sehr hohem Niveau. Man hat gesehen, beide Mannschaften hatten einen Matchplan und ja, 2-2 denke ich am Ende des Spiels auch gerecht. Gegen so einen Gegner mit der Spielweise das Ganze zu verteidigen, aber die Jungs haben das gut gemacht. Ja, in der zweiten Halbzeit, wenn man dann zweimal in Führung geht, kurz vor Schluss, dann erwarte ich, dass man dann hinten ein bisschen konzentrierter arbeitet, obwohl das 1-1 ist klar nach einer Abseitssituation gefallen. Bei dem 2-2 wird ein Gegenspieler von uns runtergedrückt. Jeder Schiri pfeift, sagen wir so, in der 90. Minute das ab. Bei uns wurde das nicht gemacht und das ist ärgerlich. Aber im Großen und Ganzen, was den Spielverlauf angeht, ist das Ergebnis auch gerecht. Ja, also der Freistoß war gut geschossen, aber nichtsdestotrotz muss die Situation vorher klarer geklärt werden. Wir haben den Ball quasi schon auf dem richtigen Fuß liegen und kriegen es dann nicht hin, einfach mal die Picke zu nutzen und das Ding in die Walachei zu kloppen. Wir versuchen es dann wieder spielerisch zu lösen und ja, dann spielen wir faul und ja. Das 1-0 resultiert quasi aus so einem dummen V-Spiel, was wir eigentlich vermeiden wollten. Wir wussten ja, dass da gute Freischussschützen in dem Team von Sprockhövel vorhanden sind. Und ja, leider Gottes hat er den Ball heute gut getroffen. Ziehe ich den Hut vor und ich denke, ja, wenn er den nächsten Spiel nochmal so macht, dann hat er wirklich verdient. Bei dem 1-1 war der Linienrichter überhaupt nicht auf der Ballhöhe. Und ja, und dann dass das Ganze gegen uns gepfiffen wird, ist ärgerlich, aber wir müssen das Spiel schnell abhaken und den Punkt mitnehmen und uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. In der ersten Halbzeit, also ich kenne es von mir, ich habe den gleichen, ich sage jetzt einfach mal Torwartfehler, auch schon begangen, habe gelbe Karte und Elfmeter gegen mich bekommen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte, den Ball zu spielen, sondern nur den Gegenspieler. Ich habe den Schiedsrichter auch in der Halbzeit darauf angesprochen, sagt, der ist eine 50-50 Entscheidung gewesen. Und bei einem Spiel, wo wirklich viel, wo es um wirklich viel geht für beide Mannschaften, weil beide haben noch Ambitionen höher zu kommen, wollte er das Spiel dementsprechend nicht verfälschen. Am Ende sage ich, ja, dumm gelaufen für uns, aber ich denke beim nächsten Spiel und wenn er sich die Bilder anschaut, wird er anders entscheiden. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass die Schiedsrichter falsch oder scheiße gepfiffen haben, sondern sie haben viel durchgehen lassen. So war Spielfluss vorhanden und wie gesagt, es war eine ansehnliche Partie für die Zuschauer. Ja klar, wir hatten einige Probleme in der Vorbereitung. Einige Spiele sind noch nicht bei 100%. Ja, und wir werden noch die nächste Woche dazu nutzen, um bei 100% zu sein. Und dann versuchen wir nächste Woche halt einen Sieg einzufahren.